Hallo und willkommen bei Herzog Lateruts Boss Guide. Dazu, um euch das zu verdeutlichen, wie der Boss geht, habe ich euch was gemalt. Das soll den Raum repräsentieren. Die gelben Knubbel sollen natürlich die Frösche repräsentieren. Und wir nehmen an, das Rote soll jetzt einfach mal der Boss sein. Zuerst positioniert ihr die Frösche in einer Linie nach unten weg und dort den Enrage zu entgehen. Geht der Boss Enrage, wird er einfach nach unten weggekitet. Die Frösche, die vorher auf 10% runtergehauen wurden, werden dann nach und nach weggetötet, auf das der Boss dann quasi von einer Pfütze in die nächste gekitet wird. Wie in meiner comichaften Animation wunderbar zu sehen ist. Habt ihr das soweit geschafft, habt ihr eigentlich das Boss-Prinzip schon kapiert, weil dieser Vorgang wiederholt sich viermal. Und zwar bei 86%, 61%, 36% und 12%. Zudem spawnen bei dem Boss übrigens auch noch Ads. Das ist natürlich völlig willkürlich und müssen oft getankt werden und ab und zu mal weggebombt. Das ist alles eine Einstellungssache der Gruppe. Da der Rest an Comic-Animationen schwer zu erklären ist, haben wir natürlich auch Videomaterial mitgeliefert. Von unserem ersten First Kill, von der Guild Ascension. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier der Depp, der dafür verantwortlich ist, die Frösche an die richtige Position zu ziehen. Beziehungsweise wir haben das mit zwei verschiedenen Leuten gemacht. Ich habe halt die Frösche 1 und 3 und mein Teamkollege Pitores, den ich hier auch grüßen möchte an der Stelle, Position 2 und 4. Ich habe die Teamspeak-Sounds extra eingelassen, damit ihr hören könnt, dass wir auch professionelle Ansagen machen, wie zum Beispiel Damage-Stop auf 1 oder auf 2, weil die Viecher 17k live haben und quasi auf low gehauen werden und mit dem richtigen Moment töten. 3. Die Prozentanzeige, die jetzt angesagt wird, macht gerade unser Main-Tank. Der sagt dann halt, wie viel Prozent es noch ist, bis zu dieser Enrage-Phase. Den kündigt er an mit einem AI-Schlag, den ihr jetzt im Bildschirm sehr schön sehen könnt. Ich habe das erste Viech umgehauen und ziehe natürlich jetzt sofort den dritten, mein Kollege Pitores den vierten hinzu, um halt möglichst diesen Boss zu slowen, weil er halt alles instant killt, was vor ihm ist. Mehr Damage oder annähernd zumindest. Was natürlich auch wichtig ist, dass einer von euch abgestellt wird, oder in dem Fall habe ich es halt gemacht, dass diese Viecher permanent markiert werden, damit der Rest des Raiders die besser fokussieren kann. Ja, sorry, Lyrok, ich weiß. Da geht gleich der vierte auch schon down, dann wird der Boss da halt nochmal durchgekeilt, auch beim letzten. Das Wichtige ist halt, dass ihr tatsächlich alle vier macht, weil sonst der Boss halt doch nochmal eventuell jemanden mitreißt. Es ginge eigentlich auch mit drei, wenn man halt die Kreise voll ausnutzt, aber man spielt eigentlich mehr auf Sicherheit und deswegen sollte man schon alle vier machen. Danach werden halt die Ads gebombt, kein Schaden auf den Boss gemacht, dass er nicht versehentlich in die nächste Phase kommt, nicht, dass man das unabsichtlich wieder auslöst. Danach werden halt die Ads, wie man auch jetzt sehr schön sehen kann, nachdem sie gespawnt sind, werden wieder auf die Position gezogen und dann wird dabei wiederholt sich die ganze Scheiße nochmal vorne. So, das war's auch mit der Boss-Erklärung. Ihr könnt den jetzt noch Rest des Videos schön genießen. Ich verabschiede mich. Okay. Bis bald. Okay, Schaden auf dem Boss. Not the way I'm wired, so could you please help?
given into all days. Reckless dark desires your dying to yourself again, suicidal in the soul, pounding on the fault line. What will it take to get through to you, precious? Why would I, why would I, why would I watch you? What's your rush now? Everyone will have his day to die. Zwei. Eins. Aui. Eins kaputt machen. Schön. Zwei noch was warten. Zwei noch was warten. Ja, das ist schon. Drei kaputt machen. Drei. Narcissistic drama queen, craving fame and knowledge, decadence lying through your teeth again. Suicidal in my soul, think about it, putting on a phone line. But I think I get through to you, precious. Okay, what's your thoughts? Ich rede die Apps bei mir. Ja. Okay. Mach den fertig. 2%. Ist egal. 1%. Sehr nice, Leute. Ich bin stolz. Ja. Nice. Ja, ich bin stolz auf dich. Genau. Jetzt ist ein Zauber, die Fee unterbrochen worden. Komm. Damage. Ich möchte mal. Autoloot ausmachen nochmal. Autoloot ausmachen. Fettes. Alle passen. So. Und jetzt? Klotzt der Blöd, wa? Lol. Passen, passen, passen. Ja, Lyra,